Ich kann nicht reden, es tut mir leid. So, Sabrina, da stehen wir jetzt. Du hast dich bei uns gemeldet und das ist das gute Gerät. Erzähl mal, was ist es genau und wie heißt und was können wir damit machen? Genau, also das ist ein EMS-Gerät oder auch EMA-Gerät genannt. Wir können damit so ein bisschen die Venen nachsimulieren. Und da bin ich jetzt mal gleich gespannt, wie die Jungs das so aushalten. Also ich sehe, sie mussten jetzt hier, schick seht ihr aus übrigens, hier zwei, komm mal her, Tobi. Ihr musstet hier so einen Anzug anziehen. Was ist das jetzt genau? Was habt ihr da jetzt? Genau, also der Anzug ist mit unserem Gerät gekoppelt und normalerweise haben wir halt für die Körperpartien einzelne Elektroden drin, die dann nach und nach gesteuert werden. Und heute konzentrieren wir uns natürlich alles rund um den Beckenboden, also Bauch, unterer Rücken, Po, Beine. Also 25 Impulse sind wir jetzt. Das ist so ein bisschen stärker, aber ich höre es hier im Hintergrund schon ein bisschen bei heulen. Beim Otti ziehen sich schon die... Wieso kommt das bei dir so spät? Jetzt bei mir, glaube ich, später. Wangen auseinander. Wie geht's dir, Otti? 25 Impulse. Es ist seltsam eigentlich. Als ob sich was in einen hineinbohrt. Ja, es ist jetzt nicht direkt ein Schmerz. Es ist einfach erstmal nur sehr unangenehm, weil es... sich ungewohnt anfühlt. Gewöhnt euch schon mal an die Geburtswehen. Hört auf! Wie lange dauert diese Phase? Im Normalfall, sage ich jetzt mal, nach Lehrbuch. Das wollen Sie jetzt nicht wissen. Ne? Normalfall? Im Normalfall kann das Tage dauern. Das sind sozusagen die Vorwehen oder frustrane Wehentätigkeiten. Oder Senkwehen. Ja, also das... Das Gefühl kennen Frauen viele Wochen vorher schon. Ich kann doch jetzt nicht auf den Ball. Echt? Gleich wieder vorbei. Ich hab genau da, wo man es nicht haben will. Wie fühlt sich das genau für dich an? Weißt du, Christina, du hast auch zwei Jungs auf die Welt gebracht. Ich weiß, wie sich's anfühlt. Ich möchte nur gern wissen, wie du das als Mann empfindest. Stell mal vor, ich würde im Kreis mit dem Mikro neben dir stehen und sagen, Christina, wie empfindest du das? Ja, okay, das kann ich jetzt nachvollziehen. Der Schmerz muss ja auch raus. Otti, wie geht's dir? Ich kann nicht reden, das tut mir leid. Als ich zu meiner Frau bin und habe gesagt, atme, habe ich nur einen ganz bitterbösen Blick geerntet. Das ist ungefähr so wie meiner jetzt in die Kamera. Tobi ist ein Stand. Nein. Meine Frau hat sich auch zunächst überreden lassen. Ich nehme die als großes Vorbild. Müssen wir Händchen halten? Ja. Was nimmt man da jetzt unterstützend? Es gibt es ganz viele Sachen von den alternativen Geschichten, was Öle sind, was Akupunktur ist, was Tänzgeräte sind, also Schmerzmittel. Und man kann natürlich auch in den medikamentösen Bereich gehen. Es ist wie ein Krampf. Es ist wie so ein höllischer Krampf im Muskel. Es ist ja so, die Jungs können ja im Prinzip hier sagen, Schluss, ich mag nicht mehr. Aber bei uns Frauen ist es ja ganz anders. Das ist wirklich so, das sind so viele Sachen, die in dem Körper abgehen. Und vor allem, wir wissen alle nicht, wie lange es noch dauert. Ja? Und es kommt jeder an den Punkt, dass er nicht mehr will. Wir müssen jetzt mal gucken, wie es den Jungs geht, weil es ist ziemlich ruhig geworden. Wie geht's euch gerade? Okay, der Otti ist nur noch im Tunnel. Gott, ich krieg sie hoch! Und ich glaube, wir müssen abbrechen. Beim Tobias müssen wir abbrechen. Der hat einen extremen Krampf im Bein. Also beim Tobias müssen wir abbrechen. Die Beine gehen raus. Wow! Wow, also ich habe meine Frau damals bei der Geburt schon bewundert und das war für mich ein unglaubliches Ding, dabei zu sein und nebendran zu stehen. Aber wenn ich jetzt das bei vielleicht nächsten Kind dann auch mal weiß, wie sich das dann anfühlt, ich glaube, das wird noch mal krasser. Also das, wow, anders kann ich nicht sagen. Ich konnte ja nicht mal auf eine normale Frage gerade antworten. Wir sind sehr demütig, Otti und ich. Ja, und, ja noch mehr als sonst. Und sie sind ganz still und sagen, Ladies, allen Respekt, eine Männergrippe kommt da
Knapp dran. Nein, also gar nicht. Wir sind sehr beeindruckt und sind froh, dass es vorbei ist. Ja.